Eindrücke, Interviews, Szenen und Action pur. Die Rallye-Staatsmeisterschaft 1999. Vorhang auf zum Beginn der österreichischen Staatsmeisterschaft. Nahezu 40.000 begeisterte Rallye-Fans pilgern zur traditionellen Bosch-Rallye auf den A1-Ring. Alles, was Rang und Namen hat, traf sich. Natürlich auch die Fast Five. Allen voran der regierende Staatsmeister Raphael Sperrer, gefolgt von seinem härtesten Gegner des Vorjahres, dem Vizemeister, dem Steirer Willi Stenk. Doch dieser Mann ist für viele der Geheimfavorit. Achim Mörtl im blauen Subaru Impreza World Rally Car. Mit dem brandneuen Toyota WRC bringt Markus Mitterbauer eines der schnellsten Autos zum Start. Bereits in SP1 legt Achim Mörtl mit Kojak Batterman ein hohes Tempo vor und führt mit knappem Vorsprung auf Sepp Haider, der einen Peugeot 306 Kit Car pilotiert. Doch Willi Stenk auf seinem bewährten Ford WRC ist vorne mit dabei. Sein Co in dieser Saison, Sigi Schwarz. Markus Mitterbauer hat nicht nur ein neues Auto, sondern mit Ilka Petrasko auch ein neues Gesicht neben sich am heißen Sitz. Wider Erwarten überrascht er schon am Beginn des Rennens alle Insider, indem er sich hervorragend schnell auf das Auto einstellen kann und toll fährt. Nach SP9 sind Stenk und Mitterbauer zeitgleich. Dahinter Raphael Sperr im unverkennbar gelben Megan, der trotz allen Bemühens nur auf Rang 4 zu finden ist. Haider, der fulminant beginnt, fällt im Laufe des Rennens immer weiter zurück. Mörtl aber zeigt nun auf, dass mit ihm heuer ganz stark zu rechnen sein wird. Mit sauberer, fehlerfreier Fahrt gewinnt er SP um SP. Willi Stenk scheint das Pech auch in dieser Saison gebachtet zu haben. Ein Schaden an der Antriebswelle kostet viel Zeit und letztendlich den Platz am Stockerl. Sperrer, Schachinger fahren in dieser Phase des Rennens mit dem Messer zwischen den Zähnen, gewinnen auch drei SPs und greifen Mitterbauer an, der jedoch mit konstanten Zeiten auf Platz 2 rangiert. Die Slowenen Jemš Korošak mit Nummer 3 belegen in der Endwertung Rang 6 vor ihren Teamkollegen Popovic Dolenz Nummer 16, beide auf Ford. Mit dem 205 PS starken Golf DTI von Raimund Baumschlager, der heuer die englische Meisterschaft fährt, das Duo Herbert und Thomas Lettner. Sie gewinnen die Dieselwertung und werden gesamt Achte. Vom Team Schallmeier setzt Roland Schier auf Seat Kitka mit einem 10. Platz ein erstes Saisonlebenszeichen. In der Gruppe N dominiert wie erwartet Michi Brandner. Trotz Fiebers angetreten, gibt er den anderen 8 Mitsubishi-Fahrern keine Chance. Er führt seine Wertung vom Beginn des Rennens an, baut den Vorsprung gegenüber dem Kärntner Serenik auf über 2 Minuten aus, ehe er diesen nach einem Reifenschaden, der 2 Minuten kostet, kurzfristig ziehen lassen muss. Brandner Moser reparieren den Schaden auf der Strecke und blasen zur Aufholjagd. Den dritten Platz erhält das Ehepaar Lamberta und Walter Kober mit einem nagelneuen Evo 5 mit Nummer 20. Mhm.
Der Vorjahrsmeister der Gruppe N, der Slowene Podobnik mit der Nummer 10, kommt über einen fünften Gesamtrang nicht hinaus. Brandner stellt sein ganz großes Können trotz seines Missgeschickes unter Beweis und hat im Ziel doch noch die Nase vorn. Siegergruppe N, das Duo Brandner-Moser. Achtung, 60, links die Easy-Kuppe, kurz bremst, Holz rechts 2 plus lang, Slip. Achtung, Ausgang eng, 70. So wie im letzten Jahr haben wir mal einen guten Saisonstart. Im letzten Jahr ist es halt dann ein bisschen bergab gegangen mit einigen Aufs und Ups. Und wir hoffen halt, dass dieses Jahr dementsprechend weitergeht und die Linie möglichst lang nach oben zeigt. Ich glaube, das fahrerische Leistungspensum ist ja vorhanden. Vielleicht die Nerven oder wo ist da immer der kleine Wurm drinnen, dass es ab und zu nicht dann das Ergebnis rüberzubringen ist? Nein, ich glaube, es hat nicht unbedingt jetzt an einer Nervenschwäche gelegen. Es war vielleicht ab und zu ein bisschen übermotiviert. Und letztendlich beim Rallyfahren, es passiert so schnell was, so schnell kann man gar nicht schauen. Aber ich hoffe, wir haben das dieses Jahr möglichst gut im Griff. Der Seat Ibiza Cup präsentiert sich mit einem starken Fahrerfeld. Harry Unger gewinnt souverän vor Robert Kettner und Toni Reisenhofer. Willi Stenck riskiert in der Schlussphase des Rennens alles, kann jedoch die verlorene Zeit durch seinen Schaden nicht wettmachen und wird Vierter. Willi Stenck in der vergangenen Saison, der Saisonstart etwas besser gewesen wie heuer. Die Saison wird sicher sehr schwierig werden. Ja, Saison wird sicher schwierig. Vorher gesagt, der Saisonstart gut und der Saisonabschluss schlecht. Heuer wird es hoffentlich umgekehrt. Ich war bis zum Mittag gleich bei der Musik dabei und am Nachmittag mit dem Antriebswellen schon hat mich zurückgehauen. Sperrer fehlen lächerliche 1,6 Sekunden auf Platz 2. Wir haben einen dritten Platz da vorne. Es war am Nachmittag sehr, sehr hart. Ich bin wirklich schnell gefahren, war nicht so schnell seit langem nicht mehr. Allerdings war die Rundstreckengeschichte mit dem Verkehr für mich teilweise irregulär. Okay, mit dem muss man leben, dass man jetzt um 1,2 Sekunden den zweiten Platz verloren hat. Ja, allerdings bin ich guter Dinge und das Auto oder Renault funktioniert sehr, sehr gut. Wir müssen nur schauen, dass wir mit dem Material noch mehr Scheiferl nachlegen und es wird sehr, sehr hart werden. Das Team Mitterbauer Bedrasco feiert mit neuem Auto und einem zweiten Platz einen hervorragenden Saisoneinstand. Markus, ein neues Auto, neue Co-Pilotin. Ich glaube, wenn ihr besser zusammenwächst, dann wird es eine heiße Saison. Man sieht, es geht irrsinnig knapp, aber und die Distanz oft vom ersten bis zum fünften Platz ist nicht sehr groß, also da kann sehr viel passieren. Richtig, die Leistungsdichte im österreichischen Rallysport hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren enorm entwickelt. Wie hast du dich sonst so für diese Saison vorbereitet? Ja, wir sind eben als Vorbereitung schon ein Rallye gefahren und das war irrsinnig wichtig, dass wir mal ein bisschen das Auto kennengelernt haben, aber wir müssen noch sehr, sehr viel daran arbeiten. Ist das eine Umstellung vom alten zu diesem neuen Wagen? Also wir fahren im Prinzip immer noch mit 97er Kundenstand und wir hoffen, dass wir heuer eben nochmal einen 98er Kundenstand bekommen. Sepp Haider, Stefan Eichhorner fahren ein gutes Rennen, kommen aber über ihren Standardrang der letzten Saison Platz 5 nicht hinaus. Nach 144 SB-Kilometern, 10 Sonderprüfungssiegen feiert das Subaru-Team Mörtel-Battermann mit fast 50 Sekunden Vorsprung einen souveränen Start-Zielsieg und zeigt somit, dass man bei der Vergabe um den Titel ein gewichtiges Wort mitreden wird. Wir fahren eine Rallye, um Meister zu werden. Es war so, dass wir voriges Jahr die Einzigen waren, die den Raphael fordern haben können. Und das war jetzt, ich komme immer wieder auf das zurück, eine Frage der Konstanz. Und ich glaube, wenn ich die jetzt habe, sind wir sicher potenzielle Sieger werden. Nur, ich will den Mund nicht zu voll nehmen, sondern wieder hart für die nächste Rallye arbeiten. Und ich glaube, dann kann der Erfolg wieder auf unserer Seite stehen. Was habt ihr vor international? Na, es ist eine Frage, wie die österreichische Meisterschaft verläuft. Am Ende des Jahres hätten wir einen Plan, wenn es frühzeitig positiv oder negativ entschieden ist, dass wir eben den einen oder anderen WM-Lauf fahren oder einen EM-Lauf mit Koeffizient 20. Fällt sie auch am finanziellen Teil, an die Sponsoren, dass man hier wirklich eine ganze Europameisterschaft fahren könnte? Oder ist das auch vom Team her schwierig zu bewerkstelligen? Ja, es ist einerseits von den Sponsoren her schwierig, aber nicht wegen der Geldmittel, sondern wegen dem Interesse der Sponsoren. Und andererseits macht die Europameisterschaft nicht wirklich Sinn.
Das heißt, man müsste, wenn man was Internationales fährt, meiner Meinung nach ein Programm machen mit 5 WM-Läufen und 3-4 Läufe in Österreich. Heimrennen für Raphael Sperrer Ende April bei der Pirelli Düren-Eisenwurzen-Rallye. Ein völlig konzentrierter und motivierter Lokalmatador will nur eines, den Heimsieg. Auf Kärnten, der Mann, der den Auftakt dieser Staatsmeisterschaft gewonnen hat. Doch da will auch Achim Mörtl ein Wörtchen mitreden. Ein vom Sieg überzeugter Sperrer startet fulminant. Doch wechselnde Bedingungen und Elektronikprobleme am Renault machen es ihm nicht leicht. Lang, Brücke, 40. Rechts 2 minus Ring. Links 5, slow, jump. Denn Achim Mörtl nimmt Sperrer bereits in der ersten SB 7 Sekunden ab. Er zeigt damit, dass er nicht gewillt ist, Sperrer das Siegen leicht zu machen. Dahinter Sepp Haider auf Rang 3, der wie immer am Beginn des Rennens pfeilschnell unterwegs ist. Doch das Ziel erreicht der Peugeot-Fahrer nach einem Ausritt im SB5 nicht mehr. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden Haiders am ersten Tag kämpfen Mitterbauer und Stenk um Platz 3. Der oberste Toyota-Pilot Markus Mitterbauer kann sich mit konstant guten Leistungen gegenüber Stenk mit der Nummer 4, der sich nach einigen Vorfällen und technischen Problemen auf der Strecke zu beschäftigen hat, durchsetzen. Stenk versorgt das erstaunte Publikum immer wieder mit sehenswerten Drifts. Mörtl überlässt nichts dem Zufall und holt sich einen hervorragenden Ratgeber. Herr Wittmann, welches persönliche Verhältnis haben Sie zu dem Newcomer und bereits einmaligen Sieger Achim Mörtl? Na, erstens einmal ist er ganz ein lieber Kerl. Zweitens kenne ich ihn von früher, aber ich bin hauptsächlich mit Jörg Batermann eben sehr lang gefahren und eigentlich das Verhältnis ist zum Batermann, zum Jörg so gut, dass ich ihm hier und da ein bisschen hilf und ein bisschen schaue. Sie haben sich die letzten Tipps geholt vom Serienstaatsmeister Franz Wittmann. Was für Verhältnis haben Sie zu ihm? Ja, eigentlich ein sehr gutes. Der Franz ist ein sehr wertvoller Schotterspion. Gibt natürlich auch psychische Unterstützung und ich sage, der Franz ist sehr lang mit dem Jörg gefahren. Also ich sage, ich kenne ihn noch nicht so gut, aber man spielt sich zusammen und ich bin eigentlich sehr froh, dass der Franz das macht. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 40 rechts im Voll, Opens 120. Mörtl mit dem in Insiderkreisen gehandelten besten deutschsprachigen Co-Piloten Jörg Batermann und ihrem Subaru im Geschwindigkeitsrausch fernab jeder Menschenseele. 50, rechts, links, 5 voll, 50, links, 5 bremsen, rechts, 4 minus schnell, 4, 4 plus, links, 4, Achtung, Split, in rechts, 3, 4 kurz, sofort, links, 4, 5, 70, rechts, 3, 4, Achtung, links, 3 plus, Slip, in rechts, 4, Opens, voll, 50, links 4 minus 30, rechts 4 sofort, links rechts 4 kurz, 100, bremsen Achtung, rechts 4 5 kurz nach, außen wird 3 plus kurz früh. Mörtl gibt zwar einige SBs an das Renault-Team ab, lässt aber Sperrer nie wirklich an sich herankommen. Somit muss sich der Favorit auf seiner Heimstrecke mit Platz 2 zufrieden geben. Bei
Bei starkem Regen gegen Ende der Veranstaltung ändert sich nichts mehr am Ergebnis. Mitterbauer Petrasco werden Dritte, dahinter das Ford-Team Stenk Schwarz. Lettner treibt in aggressivem Fahrstil seinen Diesel voll über die Berge der höheren Eisenwurzenregion, gewinnt die Dieselwertung und wird hervorragender Gesamtverlierer. Michi Brandner, diesmal mit Co. Müller, der den verhinderten Michi Moser ersetzt, unterwegs, pilotiert seinen Mitsubishi hervorragend, wird Gruppe N-Sieger und Gesamtsechster vor dem deutschen Duo Moosleitner Endres auf Ford Cosworth. Das Schallmeier Seat Kitka von Buffler Leudl wird Gesamtachter. Der Kärntner Sereinig mit Nummer 12. Hier mit leichten Orientierungsschwierigkeiten, belegt wie ein Zeltweg in der Gruppe N Platz 2 und wird Gesamtneunter. Jürgen Bolz, der im Vorjahr bereits vom Rücktritt sprach, ist heuer wieder mit dabei und wird vor dem Team Kobalt Gebert, Nummer 18, Dritter in der Gruppe N. Nicht so gut wie im Zeltweg läuft es für das Ehepaar Kuba. Sie belegen Rang 5 in der Gruppe N. Im Seat Ibiza Cup gewinnt einmal mehr Harald Unger vor dem Kirchdorfer Markus Nell und dem Steirer Toni Reisenhofer. Er hat die Post Nummer 4 gewonnen. Er hat die Pirelli für Eisenwurst gewonnen. Achte Wörter aus Kärnten mit Jörg Patermann. Doch wiederum ganz oben das Erfolgsduo Mörtel Patermann bei einer gelungenen Top-Veranstaltung. Naja, von der Veranstaltungsseite her bin ich wirklich sehr zufrieden. Wir haben eine tolle Veranstaltung gehabt, wir haben auch Glück mit dem Wetter gehabt. Wir haben jede Prüfung pünktlich starten können, wir waren toll im Zeitplan. Ich denke, es ist alles toll gelaufen, es ist nichts passiert, das ist das Wichtigste. Mitte Mai erfolgt der Start zum dritten Staatsmeisterschaftslauf in Slowenien. Erstmals wird der Bewerb ausschließlich um das Örtchen Idria ausgetragen. Zwei Tage werden in dieser verträumten idyllischen Bergwelt die Motoren dröhnen. Riesige Menschenmassen drängen zum Rundkurs, der am Freitag gefahren wird. Mit dem Start des ersten Fahrzeuges, dem Megane von Raphael Sperrer, öffnet der Himmel pünktlich seine Schleusen und ein Wolkenbruch ergießt sich über das Rundkursgelände. Die bereits am Start stehenden Spitzenteams haben zum Großteil falsche Reifen aufgezogen, was sie vor riesige Probleme stellt. Das sollte auch der Grund für ein noch nie dagewesenes, kurioses SB-Ergebnis sein. Erleben Sie Sepp Haider und Stefan Eichhorner auf einer Runde bei widrigsten Bedingungen. Rechts von kurz, wird 2 abzweigen. Sofort links 5 über Kuppe abschottern. Rechts 4 plus, in links 5, 58. Links 3 bis 4 Mitte abzweigen, 90. Links 5 kurz, 38 bis 2 Asphalt am Zweig. Das Publikum lässt sich vom Wetter nicht beeindrucken und bleibt auch hier bei diesen katastrophalen Bedingungen seinen Stars treu. Rechts 5 kurz, in links 5. 40. Das mediale Interesse an dieser Veranstaltung ist enorm. Das Spektakel wird selbst im slowenischen TV live übertragen. Rechts 5 kurz, in links 5.
58 nach Kuppe, links 4 minus Schotter, 2 Minuten. Rechts 4 minus. Der ortsansässige Dar Kobelian auf Golf Kidcar Nummer 8 meistert diese Situation noch halbwegs, wogegen andere wiederum die größten Probleme haben, ihr Auto auf der Straße zu halten. Lettner findet hier nochmals den Weg zur Straße zurück. Roland Schier stellt wenig später sein gelbes Seat Kidcar nach Getriebeschaden zur Seite. Die erste Sonderprüfung wird zu einem Kuriosum. Nach mehr als 10 Jahren gewinnt das Wiener Team Kova-Kova mit einem Gruppe N-Auto eine Sonderprüfung, belegt letztendlich den 12. Gesamtrang und Platz 5 in der Gruppe N. Aus Kostengründen verzichtet Michi Brandner bei der Saturnus auf einen Start. Somit avanciert der Kärntner Mitsubishi-Pilot Serreinig zum Favoriten der Gruppe N. Serreinig, der mit minimalen Sponsoring auskommen muss, hätte hier sogar die Chance, die Staatsmeisterschaftsführung der Gruppe N zu übernehmen, was ihm letztendlich mit einem zweiten Platz in der Gruppe N auch gelingt. Doch Gewinner der Gruppe N ist das deutsche Team Gassner-Leidl mit Nummer 10. Der Vorjahrssieger und Lokalfavorit Vojko Potopnik Nummer 11 kann seine Chance um einen Sieg nicht nützen und kommt als Dritter der Gruppe N ins Ziel. Sein Landsmann Czerniawski mietet Brandners Race Rant Mitsubishi. Bei seinem ersten Einsatz mit diesem Renngefährt wird er hervorragender Vierter. Harald Unger wirft seinen gelben 150 PS starken Ibiza ebenso in den Graben wie Toni Reisenhofer mit Nummer 24. Somit ist der Weg frei für den ersten Saisonsieg von Markus Nell auf Seat Ibiza Cupra 16V mit seiner Co-Pilotin Heidi Freudenthaler. In der Gruppe A ein gewohntes Bild. Mörtl setzt sich vor Stenk, der durch eine neue Elektronik sein Auto eindeutig verbessert, an die Spitze. Mitterbauer Platz 3, Heider Platz 4, Sperrers Platz 5 zur Halbzeit stellt für ihn selbst eine herbe Enttäuschung dar. In der Box des Vorjahrsmeisters und noch Staatsmeisters ist man eher ratlos. Lettner hat nach Bremsproblemen bereits eingepackt. Im Mörtl-Subaru-Team die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Auf den steinigen Gebirgsstraßen rund um Idria werden die Reifen besonders gefordert. Fachkundige Kontrolle ist hier unerlässlich. Auch im Peugeot im Heiders genießt man die Ruhepause im Fahrerlager und scheint zufrieden. Im Lager Stenks bereitet man sich ruhig auf die letzten Prüfungskilometer vor. Mit der Ausfahrt aus dem Fahrerlager beginnt der Kampf um die alles entscheidenden Sekunden. Stenk spielt all sein Können aus, fährt beherzt und auch schnell und möchte Mörtl hier besiegen. Doch das Siegerduo Mörtl-Batermann kann den enormen Druck trotz einiger Konzentrationsschwierigkeiten standhalten und fährt im mittlerweile schon gewohnten, sauberen Fahrstil nach 200 Sonderprüfungskilometern einen 22-Sekunden-Vorsprung über die Ziellinie. Markus Mitterbauer mit Ilka Bedrasko holen sich mit Rang 3 einen weiteren Podiumsplatz. Sperrer bleibt wiederum sieglos, er wird Vierter und er muss wie alle anderen Mörtls bisherige Überlegenheit akzeptieren.
Nach seinem Ausfall bei der Pirelli-Rallye ergibt sich ein weiterer fünfter Rang für das Team Heider Eichhorner auf Peugeot. Die wetterfesten slowenischen Fans freuen sich über einen sechsten Rang ihres Landsmannes Darko Beljan, der seinen unmittelbaren Gegner Jemsch auf Rang 7 verweist. Zwischenstand nach drei Rennen. Mörtl Patermann führen mit Punktemaximum 21 Punkte vor Mitterbauer, 23 vor Sperrer und 25 vor Stenk. Der Rallye-Zirkus trifft sich 14 Tage später, Ende Mai, zum vierten Meeting im Bereich Schäfern-Bingau zur mittlerweile traditionellen Sebring-Rallye. Ich hoffe schon, dass es weitergeht. Wir haben einen neuen Motor bekommen, eine neue Elektronik. Der Heimfavorit Willi Stenk, der nach seiner starken Leistung bei der Saturn alle Hoffnung auf einen Sieg hegt, geht mit einem neuen Motor ins Rennen. Er meint, es ist das beste Auto, das ich je gefahren habe. Ford Escort Welt Rally Car. Thank you. Und Stenk weiß dieses Auto auch einzusetzen. Er hält den Seriensieger Mörtl Patermann am ersten Renntag mit geringem Vorsprung auf Distanz. Wird das sieggewohnte Team unsicher? Michi Brandner stellt mit drittbester Zeit in SP1 nicht nur sein Können unter Beweis, sondern auch die österreichische Rallye-Welt kurzfristig auf den Kopf. Nach 7 SPs des ersten Tages, Stenk vor Mörtl, Mitterbauer Dritter, Raphael Sperrer, der auch hier viele große und kleine Fans hat, ist Vierter. Gefolgt von den fünften der Top 5, Sepp Heider. Rennbaumschlager mit einem niegelnagelneuen Golf 4 RTTI ist Heider auf den Fersen. Glühende Bremsscheiben, spektakuläre Einlagen, tausende Zuseher und Volksfestatmosphäre bilden im Ort Bingau alljährlich die Kulisse für die Rallye-Fans. Bei diesen Bildern von Mörtl, Stenk, Mitterbauer, Heider, Baumschlager und Co. kommen die Zuseher voll auf ihre Rechnung. Sperrers Angriff auf die Konkurrenz am zweiten Tag des Rennens endet nach der ersten Schotter-SP in Schäfern mit einem defekten Öldruckschalter am Renault und einem Spaziergang durch die Botanik. Rechts voll, 150. Wenn der Willi das Tempo beibehält, ist er für mich der Favorit. Ja, er fährt toll, er fährt schnell. Ja. Wenn er keinen Fehler macht, kann er hier gewinnen. Wir werden nicht locker lassen, wir werden schauen, dass wir auch etwas Druck machen können. Auf seiner Heimrallye wieder einmal vom Pech verfolgt Willi Stenk. Am Start zu SP1 am zweiten Tag bricht ihm die Halbachse am Ford Escort WRC. Die Folge großer Zeitverlust und ein unkorrekt arbeitendes Differential. Mitterbauer wittert seine Chance und macht gewaltig Dampf. Ein packendes Finale am Rundkurs im Bingo endet auf die Zehntelsekunde zeitgleich. Die einschlägigen 4 Rennsportregeln machen Stenk eindeutig zum zweiten und Mitterbauer zum unglücklichen dritten.
zu 2-3 Tunnel. Rechts 2-3 Weidenacht. Stenks-technische Probleme sind die Chance für Mörtl, der sich diese auch nicht entgehen lässt. Der Subaru mit seiner Besatzung auf der Luefminer Geraden laut Werksangabe mit der Höchstgeschwindigkeit von 211 km/h. Links 5, innen in rechts. In links 5 über Kuppe, innen 400. Asphaltwechsel von außen, rechts 4-5 über Kuppe, bremsen. 50, links 2-3 Abzweig voraus. 130 verdeckt von außen, rechts 4 plus 70. Aus der Sicht des Hubschraubers verfolgen wir die grandiose Fahrt zum vierten Sieg en suite des Megaduos. Die Fahne des Staatsmeistertitels weht bereits auf Dreiviertelmast. Durch den Ausfall von Sperrer Schachinger rutscht Haider auf Platz 4, kann aber mit einem Rückstand von 58 Sekunden auf die zeitgleichen Stenk und Mitterbauer um einen Platz an der Sonne nicht mitreden. Rem und Baumschlager Klaus Wicher Nummer 1 steuern erstmals den neuen Golf RTTI auf die fünftbeste Platzierung. Eine tolle Leistung von Michi Brandner mit Nummer 7, der mit teilweisen Fabelzeiten seine Gruppe N-Kollegen deklassiert, diese Gruppe gewinnt und Gesamtsechster wird. Er holt sich somit die Staatsmeisterschaftsführung wieder zurück. In der Anwaltschaft um den Titel könnte man Brandner und Mörtl aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen zu dieser Zeit der Meisterschaft auf eine Stufe stellen. Hermann Gassner, Angelina Leidl auf Brot und Bert, der Sieger der Saturn muss sich diesmal mit Platz 2 in der Gruppe N und Gesamt 7. zufrieden geben. Dahinter auf Platz 8 die Cousins Lettner, vor Roland Schier, der mit einem 9. Rang nach 2 Ausfällen wieder von sich reden macht. Felix Jareinik mit Nummer 10 wird 3. der Gruppe N und Gesamt 10. Joachim Resch mit seinem Peugeot mit der Nummer 19 kann bei seiner Heimrallye nicht an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen. Im Seat Ibiza Cup nichts Neues. Unger revanchiert sich mit einem neuerlichen Sieg für den Ausfall bei der Saturn und verweist Kettner Ecker mit Nummer 25 und Honis Abel auf die Plätze. Eine gelungene Veranstaltung, strahlendes Wetter und strahlende Sieger. Der vierte Sieg im vierten Rennen im Weltauto von Escort. Willi Stenk, Sigi Schwarz, Rang 2. Die Ritterdar-Rallye-Runde kreuzen vor den Toren der Burg Hochosterwitz zum 5. Male in dieser Saison ihre Klingen anlässlich der Castrol-Grabfeld-Rallye. Ein Rückschlag für das Renault-Team um Raphael Sperrer. Judith Schachinger, Sperrers Co-Pilotin, gibt ihren Rücktritt bekannt. Noch einmal die professionelle Ansage von Judith. Rechts 2 kurz, links 3 lang, macht auf, Bump Medium. Rechts 4, über Kuppe Cut, 30. Rechts 4, über Kuppe Eng, links 5 lang.
Noch bereits in SP1 zerstört ein Stein den Querlenker des Vorjahres-Champions und damit alle gehegten Hoffnungen. Das gleiche Schicksal ereilt Sepp Haider, der nach einem Reifendefekt ebenfalls die Rallye vorzeitig beenden muss. Die Klappfeld liegt Willi Stenck aufgrund des hohen Schotteranteils besonders. Hegt er insgeheim Siegeshoffnungen oder fragt auch er sich, wer wird Zweiter hinter Mörtel? Sigi Schwarz Worte aus dem Rallye-Gebetbuch. In rechts voll, links hier kurz voll. 50, Übersicht rechts vom Voll. Macht leicht zu. Doch auch der erfolgreiche Ford-Pilot fällt dem Favoriten sterben zum Opfer. Links von Hütte, 30, Brems links 2-3, in rechts 3-4, links 3-4 lang, Achtung, macht zu, holt. Kupplungsschaden hat sich gestern schon angekündigt und beim Start vor der Prüfung ist die Kupplungspedal komplett reingefallen. Wir müssen mit Gang wegfahren und damit war es halt gelaufen. Wir haben noch mal feststellen können, nicht zum Reparieren, und aber wir müssen nicht leider aufhören. Solche Probleme scheint es bei Subaru nicht zu geben. Mörtel Batermann als einsam Führende am Rundkurs in St. Veit. Mit der Bau auf Platz 2 findet auch diesmal kein Mittel, um mit dem Tempo Mörtels mitzuhalten. Platz 3 zu Beginn des zweiten Tages Raimund Baumschlager in einem neuen Golf 4 Kit Car. Er verwendet die Grabfeld als Testeinsatz für das VW-Werksteam. Sehr reinig auf Mitsubishi Lancer mit Nummer 18 will heuer auf seiner Heimrallye unbedingt als Sieger seiner Klasse punkten. Er profitiert vom Ausritt Brandners in eine Wiese und eines Reifenschadens. Das niederösterreichische Supertalent verliert mehr als 4 Minuten. Der deutsche Hermann Gastner, Nummer 9, fährt konstant gut und setzt sich hinter Serenig auf Platz 2. Der Grenzbereich zwischen Himmel und Hölle liegt im Rallysport ganz nah beisammen. Dies demonstriert hier Kiwi Kowald mit seinem Mitsubishi. Nur kurz währte die überschäumende Freude der Sieger Serenig Zeitelhofer, die nach Beanstandung ihres Fahrzeuges den Sieg am grünen Tisch verlieren und aus der Wertung genommen werden. Dadurch erster Gastner Leidl, zweiter Brandner Moser und dritter der Slowene Vojko Podobnik, der Vorjahresmeister der Gruppe N. Im Seat Ibiza Cup ist Toni Reisenhofer am Freitag noch in Führung, fällt schlussendlich auf den dritten Platz zurück. Sieger neuerlich Harry Unger, der absolute Champion dieses Cup-Bewerbs aus Kumberg in der Steiermark, vor Robert Kettner, Albin Hammerl auf Seat Ibiza 16V. Das slowenische Duell um die Ränge 4, 5 und 6 entscheidet der Subaru-Pilot Popovic, gefolgt von Thomas Jemsch auf Ford Escort und Darko Bellan auf Golf Kit K3 für sich. Der Rohrmoser Thomas Lettner mit seinem Golf DTI sorgt beim Publikum durch seine ungestüme Fahrweise für Spannung, aber auch Aufregung. Sein Einsatz wird mit einem 7. Gesamtrang und einem überlegenen Sieg in der Dieselwertung belohnt. Mundl Baumschlagers Einsatz bei der Castrol Rallye macht sich mit einem 3. Platz bezahlt, ein Ausschnitt aus dem Hightech des VW. Gruppe 40.
Slip. 20. Rechts. Minus. Zweimal. Achtung, rechts, links, wird lang. 20. Auf Kuppe. Links, rechts, Kuppe, kurz. Die Konkurrenz muss wieder einmal einsehen, dass Mörtl auch hier unschlagbar ist. Mitterbauer Bedrasco werden unangefochten Zweite und machen einen Riesenschritt Richtung Vizemeister. Achim Mörtl, Jörg Batermann im unverkennbar blauen Subaru im Brezza World Rally Car sind die neuen Seriensieger Österreichs. Mit dem Fall der Zielflagge gewinnen sie nicht nur diese Rallye, sondern beweisen mit 2 Minuten 35 Vorsprung auf den zweiten Mitterbauer ihre außergewöhnliche Klasse. Nach 5 Läufen und 5 Siegen führt das Duo mit dem Punktemaximum von 100 Punkten. Zumindest ein zweiter Platz bei der OMV im Herbst würde bereits zum Staatsmeisterschaftstitel reichen. Monatiger Sommerpause trifft sich Österreichs Vollgasbranche zur OMV-Rallye im Bereich Aspern in Niederösterreich. Wie schon oft in diesem Jahr begann es pünktlich zu Beginn der Veranstaltung zu regnen. Willi Stenk mit der Nummer 1 eröffnet den Reigen. Er kommt gut vorbereitet zu seiner OMV und will hier mit einem Sieg glänzen. Doch ein Schaden am Turbolader in der ersten Etappe und die daraus resultierenden Strafsekunden durch Zeitüberschreitung machen dem Steirer wiederum seinen Traum vom Sieg zunichte. Stenk fällt hoffnungslos auf Platz 4 zurück. Der Mann des Tages ist jedoch eindeutig Markus Mitterbauer. Er, der in der Zwischenwertung der Staatsmeisterschaft an zweiter Stelle rangiert, legt bereits in der ersten SP einen Vorsprung von über 13 Sekunden zwischen ihm und seinen Verfolgern. Der frischgebackene Vater dominiert die erste Etappe ganz klar. Am Ende des ersten Renntages verbläst er seinen Verfolger Mörtl um ganze 30 Sekunden. Mörtl, der einen astreinen Brotreif-Werks-Subaru chartert, fährt abwartend. Steht doch bei dieser Rallye für das Erfolgsteam alles auf dem Spiel. Sperrer mit neuem Co. Per Karlsson setzt einen Neubeginn nach einer eher verpatzten bisherigen Saison. Er nützt diese Rallye hauptsächlich für die Vorbereitung einer geplanten WM-Teilnahme in Sanremo. Sperrer pilotiert sein frontgetriebenes Renault Kit Car perfekt über die vom Dauerregen rutschigen Pisten des Wechsellandes und liegt nach der ersten Etappe auf Rang 3. Von wo kommt Per Karlsson? Where do you come from exactly? From Sweden and where? I'm coming from the south of Sweden, from very close to Malmö. And yeah. Yes. And you will drive the next season. Per Karlsson kommt aus Schweden, hat einen Vertrag für 2 Rennen mit Raphael Sperrer und ist vom Beruf professioneller Co-Driver. For Sanremo Rally. And for the next year, I don't know, because I am still with Chris Rosenberg, so we will see. What's your job in your home country? I'm a professional co-driver. That is my work, so I'm only working with that. Wie schaut's aus? Welche Parole für den heutigen Tag und wie ist dir gestern ergangen? Ja, wir müssen trotzdem wieder genauso angreifen wie gestern, weil der Achim wird sicher nicht locker lassen und es ist noch lange nichts entschieden. Es sind sicher besser 30 Sekunden Vorsprung als 30 Sekunden Rückstand. Guter Zweiter. Gestern, wie ist es dir ergangen? Ja, eher schlechter Zweiter, weil ein paar Fehler gemacht. Aber ich sage, den zweiten Platz brauchen wir. Das heißt, wir wären im Prinzip im Plan, aber es ist sehr schwierig zum Fahren und ein paar kleine Schnitzer gestern. Also ich war ein bisschen indisponiert. Was soll man sagen, wir haben einen Tour schon gehabt, haben wir einige Zeit verloren, haben wir gewechselt. Durch die Strafzeit ausgefasst. Ich kann das Beste daraus machen, heute eine gute Show liefern und schauen, es sind einige Bestzeiten. Ich glaube, gestern habe ich eine schon gehabt. Schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar.
letztes Shake Hands am Beginn zur zweiten Etappe. Was hat Mörtl, der Kärntner Draufgänger, geplant? Fährt er voll auf Angriff oder führt er ein taktisches Rennen, wo bereits ein zweiter Platz für den Titel genügen würde? Mitterbauer kann das Tempo des Vortages nicht mehr halten und verliert Sekunde um Sekunde. Mörtl bläst zur Aufholjagd. Aggressiv, rund und sauber fährt er sein Subaru-Gefährt nach kurzer Zeit an die Spitze. Bereits nach 4 Sonderprüfungen des zweiten Tages ist Mitterbauer seine Führung los. Zum Schluss des Rennens ist Mörtls Vorsprung auf satte 45 Sekunden angewachsen. Das kongeniale Duo Mörtl-Battermann holt sich beim 6. Start den 6. Sieg und setzt so neue Maßstäbe im österreichischen Rallysport. Mitterbauer hat zu allem Pech auch noch einen Keilriemenriss, wird aber aufgrund seiner guten Leistung am ersten Tag sicherer Zweiter. Sperrer, nach seinen vielen glücklosen Einsätzen in dieser Saison, holt sich mit einem hervorragenden dritten Platz nicht nur mentale Stärke für Sanremo, sondern beweist eindrucksvoll, dass er nach wie vor zur absoluten österreichischen Spitze zählt. Willi Stenck nach seiner Zeitstrafe chancenlos entzückt das Publikum durch seine Drifteinlagen. Selbst nach 6 Sonderprüfungsbestzeiten kann der Ford-Pilot den Rückstand nicht mehr wettmachen. Der Sprung auf das Siegerpodest bleibt ihm diesmal verwehrt. Einmal mehr eine Gasse für sich, Michi Brandner. Er gewinnt überlegen seine Klasse. Der Berchtoldsdorfer Seriensieger kommt seinem Ziel, den Staatsmeisterschaftstitel zu holen, immer näher. Herbert Lettner fährt erstmalig den neuen Golf 4 TTI, hat Probleme mit der Traktionskontrolle und wird gesamt Sechster. Der Bayer Gassner im Proton Bert mit Nummer 9 fährt wiederum konstant gute Leistungen, wird Zweiter in der Gruppe N und wahrt sich damit noch eine Chance auf den österreichischen Titel. Fritz Walter versucht ein Comeback in einen Citroën Saxo, muss aber nach einer guten Leistung auf Platz 8 liegend nach einem Schaden vorzeitig die Segel streichen. Buffler im Seat Ibiza Kit Car, wie immer pfeilschnell unterwegs, punktet nach einigen Ausfällen diesmal wieder mit Rang 8. Nach dem Unfall von Felix Jareinik, der einen Baum duschiert, sind alle Chancen auf den Titelgewinn verflogen. Walter und Lamberta Kova auf Mitsubishi Evo 5 setzen sich durch diesen Ausfall von Jareinik auf Platz 3 in der Gruppe N, unterstreichen damit ihre konstant gute Leistung in dieser Saison. Mit der Nummer 21 Martin Zellhofer, der erstmals einen Mitsubishi Lancer einsetzt und bei seiner Allradpremiere hervorragender Vierter in der seriennahen Gruppe wird. Dahinter platziert sich Willi Bolesnik mit Nummer 27. Toni Reisenhof in der Ibiza-Klasse erstmals auf dem Weg zum Sieg, stempelt bei einer Zeitkontrolle zu früh und fasst eine Strafminute aus und wird dadurch nur Zweiter. Somit fahren Harry Unger und Walter Sulzbacher einen weiteren Sieg nach Hause. Dritter in der Seat Ibiza-Klasse das Kirchdorfer Team Markus Nell, Heidi Freudenthaler mit Nummer 27. Da steht's bereits oben. Herzlichen Glückwunsch. Riesenapplaus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja. Das Megateam 99 von Subaru, Achim Mörtl, Jörg Battermann, schreiben Rallye-Geschichte. 6 Starts, 6 Siege. Die OMV 99 findet mit einer großartigen Siegerehrung einen würdigen Abschluss. Achim Mörtl, Jörg Battermann, Subaru Impreza Road Rally Car. Es ist natürlich ein Ziel, dass man sagt, man ist in der Gruppe A Staatsmeister. Nur Staatsmeister hinher, wir haben so viele Staatsmeister gehabt. Ich bin halt ein weiterer von den vielen. Ja. Nur man muss jetzt schauen, wie es weitergeht und sich die nächsten Ziele setzen. Du bist bekannt dafür, dass du sehr hohe Ziele verfolgst. Welche Ziele sind das wirklich für die nächste Zukunft? Ja, weiß ich nicht, dass ich halt in ein paar WM-Läufe recht gut ausschaue. Gegen Ende des Jahres 98 haben wir schöne Erfolge gehabt, San Remo und Semperit. Wir haben die Sebring-Rallye auch gewonnen
Und dann haben wir gedacht, das muss eigentlich perfekt sein für das kommende Jahr, also für 1999. Und das Ganze ist gereift und der Achim ist auch sehr schnell reif geworden. Ich glaube, ich habe nicht so gar so viel dazu beigetragen und ich finde, er ist ein perfekter Fahrer geworden. Was kostet eine Weltmeisterschaft, wie sich der Achim Oertl das vorstellt? So wie man das vorstellt, das heißt 14 Läufe auf allen Kontinenten, dann kostet das ungefähr 40 Millionen Schilling. Die Rallye im steirischen Admont brachte die nächsten Wertungssieger dieser Saison hervor. Harry Unger gewinnt nach einem einzigen Ausfall bei 7 Starts und 6 Siegen souverän den Seat Ibiza Cup. Mit einem zweiten Platz in diesem Rennen wird Markus Neil Zweiter in dieser Wertung. Hervorragender Dritter wird Oldie Kurt Adam mit seiner Frau Hanide. Auch der große Favorit der seriennahen Fahrzeuge, Michi Brandner, könnte heute alles klar machen. Doch Brandner fällt durch Getriebeschaden aus und somit ist für die Nummer 9 Hermann Gassner der Weg für den Sieg frei. Zahlreiche Unfälle dezimieren die Gruppe N-Fahrer wie den Nochmeister Podobnik, Bolesnik und Haneder, alle an der gleichen Stelle. Der zweite Platz ergeht an den besonnen fahrenden Wiener Walter Kober, der damit den Grundstein für einen Stockerlplatz in der Staatsmeisterschaft legt. Kowald Gebhardt mit Nummer 16 belegen in der Endabrechnung Platz 3. Der frisch gebackene Staatsmeister Achim Oertl verzichtet in Admont auf einen Start. Dadurch richtet sich die Spannung auf das Duell um den Vize-Staatsmeistertitel Mitterbauer gegen Stenck. Willi Stenck muss dieses Rennen gewinnen. Stenck duelliert sich im Auf und Ab der Rallye im Sekundenbereich mit Mitterbauer. Rechts 4 voll lang. Acht die Kuppe. Jump rechts halten voll Rücke. 80 links, 4 plus raus. Rechts, 4 Volt runter. 90 rechts. Oh, Heider im unverkennbaren Fahrstil in seinem blauen Peugeot Kitcar rangiert auf Platz 3 und hält diesen auch bis ins Ziel. Heute in der Früh jedenfalls mit dem Fenster rausgeschaut und war ich schon wieder sauer, weil es hat schon wieder geregnet. Und wir wissen ja, wenn es regnet, wir haben einfach mit den Zweiradler keine Chance mehr. Mehr wie der dritte Platz war leider nicht möglich. Ah, da eine Augenweide. Thomas Lettner im Golf auf dem berühmten Rundkurs in Hall fährt trotz kleiner Fehler seinen Diesel an die Grenze. Er wird Gesamtvierter und gewinnt die Dieselwertung. Schier Gottlieb im Seat Kitcar in der berühmten SB Selzner. Macht zu, in rechts 5 auf Schotter. 100, rechts 5, 150. Kuppe, links 4 bis 5. In links 4 bis 5 nicht. 100. Die slowenische Meisterschaft wird ebenfalls bei diesem Rennen mitentschieden und sollte auch im entscheidenden Zweikampf um den österreichischen Vizemeister eine entscheidende Rolle spielen. Ein Plattfuß von Jemsch Nummer 1 im Ford Cosworth entscheidet die slowenische Meisterschaft zugunsten von Boris Popovic auf Subaru. Slowenischer Meister 1999 auf Subaru, Boris Popovic. Die Entscheidung im Kampf um den österreichischen Vizemeister wird durch den Reifenschaden des Slowenen Jemsch stark beeinflusst. Stenck, der sich eine Sekundenschlacht mit dem führenden Markus Mitterbauer liefert, läuft auf Jemsch auf, wird von diesem behindert und verliert wertvolle 13 Sekunden auf das Toyota-Team Mitterbauer Pedrasco. Stenck fährt mit der Wut im Bauch, um zu retten, was noch zu retten ist, verliert aber das Rennen um 9 Sekunden an Markus Mitterbauer. Rechts 3 voll, 50 links 4 voll, rechts 5 voll, 30 links 5 voll, 60 links 2 Abzweig. Rechts 3 voll, links 5 voll lang, super. 40 rechts 3.
der abzweigt, Zaun. In rechts 4 voll. 80. Rechts 5 kurz voll Baum. 120. Links 1 abzweigt, Linie Dom, Kart Steine. 50. Rechts 4 voll lang über Kuppe 2 mal. Mitterbauer gewinnt 14 von 18 Sonderprüfungen und wird nach 1997 wieder Vize-Staatsmeister. Mit dieser Leistung gilt er natürlich als der Favorit auf seiner Lieblingsstrecke der noch ausstehenden Semperit-Rallye Anfang November des Jahres. Der Willi hat eigentlich nie locker gelassen und es ist immer so Sekunden hin und her gegangen. Und ja, ich glaube, es ist knapp ausgegangen, aber wir haben es jetzt einmal verdient. Markus Mitterbauer. Wie alle Jahre ist die Semperit der Publikumsmagnet. Ein Rekordstarterfeld von 116 Fahrern vermittelt die Attraktivität dieser Veranstaltung. Trotz des Fehlens des Staatsmeisters Achim Mörtl kann die Veranstaltung einiges an Attraktionen bieten. Herr Sperr, eine glänzende Vorstellung bei der Sanremo-Rallye. Wie sieht die Taktik für die Semperit aus? Die Sanremo war ein schönes Ergebnis für uns heuer und wir schauen nicht, dass wir bei der Semperit ein ordentliches Ergebnis machen. Durch den Rücktritt Renaults aus dem Rallye-Sport geht es Raphael Sperr um einen würdigen Abgang in einer sehr erfolgreichen Partnerschaft. Doch bereits in SP1 bricht der Bremssattel und der Vorjahres-Champion ist zum Zusehen verurteilt. Die Sensation des Rennens schlechthin ist jedoch das Comeback des 10-fachen Staatsmeisters und WM-Laufgewinners Franz Wittmann. Was hat Sie bewogen, wieder ins Auto zu steigen? Ja, ganz einfach die Neugierde, wie die Technik ist, wie schnell ich noch bin und wie die Jugend da fährt. Und die Ziele? Was nimmt man sich vor? Schwer zu sagen jetzt. Ich meine, man will natürlich erfolgreich sein. Ob es mir gelingt, werden wir dann sehen in 2 Tagen. Wittmann fährt mit Mörtls Auto und hört auf die Worte seines langjährigen Co's Jörg Battermann. Doch die Neuauflage des genialen Duos Wittmann-Battermann dauert nur einige Minuten. In SP1 kommt es im 6. Gang zu einem Abflug in die Wiese. Der Traum eines erfolgreichen Comebacks ist somit verflogen. Der Start von Chris Rosenberger, dem Staatsmeister 97, der nach einer eher erfolglosen WM-Saison und einem halben Jahr Pause wieder ins Cockpit klettert, blickt man gespannt entgegen. Mit einem Seat Cordoba WRC Evo 2 ist Rosenberger für den Kampf im Waldviertel bestens gerüstet. Bereits in SP1 zeigt Rosenberger, dass er auch nach seiner Pause das Fahren nicht verlernt hat und geht in Führung. Am Abend des ersten Tages übernimmt der nach seinem Admon-Sieg und Vizemeistertitelgewinn motivierte Markus Mitterbauer die Führung, nachdem Rosenberger durch technische Probleme gehandicapt ist und auf Platz 5 zurückfällt. Willi Stenck, das Kämpferherz aus der Steiermark, liegt an zweiter Stelle und gewinnt auch einige SPs. Der polnische Toyota-Fahrer Janusz Kulik mit der Nummer 2 auf einem alten Toyota Celica liegt auf Platz 3. Sepp Heider, Stefan Eichhorner mit dem konventionellen Zweirad Peugeot unterwegs liegen an 4. Stelle. Rosenbergers Ursachen werden zwar gefunden, können aber kurzfristig technisch nicht gelöst werden. With lights and winter screen and maybe electros. Mitterbauer besticht durch hervorragende Form und legt zu Beginn des zweiten Tages mit einem Vorsprung von 20 Sekunden auf Rosenberger eine Fabelzeit auf dem Parcours. Willi Stenck begeistert das anwesende, heuer sehr disziplinierte Publikum mit hervorragenden Einlagen und reißt es zu Begeisterungsstürmern hin. Der technische Rückstand seines alten Escorts ist jedoch zu eklatant, um noch um einen Sieg mitmischen zu können. Herr Karlsson und Chris Rosenberger bei ihrer Aufholjagd am zweiten Tag. Left 4, right 2 in Junction.
100. Das Vizemeisterteam Mitterbauer Petrasco machen keine Fehler und Mitterbauer lenkt sein World Rally Car mit einer glänzenden fahrerischen Leistung cool und routiniert zum zweiten Saisonsieg. Herr Mitterbauer, eine feine Leistung jetzt in Abmessen von Achim Oertl, der zweite Laufsieg. Wie war jetzt diese Veranstaltung aus Ihrer Sicht? Der erste Tag war eben trocken und sehr schnell und jetzt der zweite Tag war sehr, sehr schwierig zum Fahren. Es war sehr rutschig und halt ja, sehr, sehr vorsichtig zum Fahren. Wie wird jetzt das Jahr 2000 für Sie aussehen? Man hört, dass Sie sind wahrscheinlich der Einzige, der nichts wechselt, die Sponsoren, das Auto, alles bleibt gleich. Was macht jetzt ein Fahrer wie Sie den Winter über? Ja, wir werden schauen, dass wir das Auto ein bisschen besser abstimmen noch fürs nächste Jahr. Rosenberger mobilisiert alle seine Kräfte und sein Können, verliert zwar trotz 12 SB-Bestzeiten den dritten Platz an den Polen Kulig, setzt aber ein deutliches Zeichen für die nächste Saison. Noch einmal Rosenberger Karlsson bei der Arbeit im Cockpit. Es hat gegen Ende der Rallye fantastisch funktioniert. Wir haben die meisten Sonderprüfungsbestzeiten gehabt und gibt eigentlich zu hoffen, dass wir nächstes Jahr so ein Projekt zustande bringen und vielleicht ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden können. Oldboy Sepp Heider und Co. Stefan Eichhorner platzieren sich mit einer guten Leistung auf Platz 5. David Doppelreiter Nummer 31, der diese Saison in Deutschlands Lupo Cup mit einem 6. Platz erste Rundstreckenlorbeeren verdiente, versuchte sich wieder auf einer Rallye-Piste, schied aber am Abend des ersten Tages nach technischem Defekt aus. Ebenfalls mit Getriebeschaden ausgeschieden das Seat-Team Kufler-Leudl hier im Bild. Auch das dritte im Einsatz befindliche Seat Kitcar von Schier Gottlieb Nummer 22 blieb knapp vor Ende des Rennens auf der Strecke. Der diesjährige Gruppe N-Sieger der Semperit kommt diesmal aus Ungarn und zwar Hidek auf einem blauen Mitsubishi Lancer Evo 5. Das Ehepaar Walter und Lamberta Kober Nummer 26 fahren auf ihrem bereits abonnierten dritten Platz und werden damit auch Dritter in der Staatsmeisterschaft der Gruppe N. Da der deutsche Hermann Gassner auf einen Start bei der Semperit verzichtete, stand Michi Brandner Nummer 12 bereits vor dem Rennen als Staatsmeister 99 der seriennahen Fahrzeuge fest und belegten an diesem Tag Rang 2. Wie war das Rennen aus Ihrer Sicht? Christian Hiedek war ein bisschen ein schwerer Gegner, aber wir haben heute am Vormittag leider schon einmal Pech gehabt, auf der ersten Prüfung gleich einen Reifenschaden. Wir wissen nicht, woher der gekommen ist, aber es hat uns einmal eine Minute gekostet und wenn man da um Sekunden kämpft, ist das leider zu viel. Aber so sind wir ganz zufrieden mit unserer Leistung. Ihr werdet ja im nächsten Jahr zusammenbleiben, Fahrer und Beifahrer. Und wie sieht dann das Jahr 2000 fahrzeugmäßig aus? Weiß man da schon etwas Genaueres? Also wirklich ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Ich habe noch einige Optionen, die ich noch einmal nachschauen muss, wie wir da auf einen grünen Zweig kommen können. Es gibt auch schon Alternativprogramme. Ich kann noch nicht wirklich genau ein Statement abgeben, wie es ausschaut, aber der Michi Brandner wird nächstes Jahr wieder auf Rallye-Pisten zu finden sein. Die außergewöhnlichen Leistungen von Achim Mörtl waren der Grund für einen Besuch in seiner Heimat in Kärnten. Entschuldigung, kennen Sie Achim Mörtl? Selbstverständlich kennen wir den Achim Mörtl bei uns. Er ist Rallye-Staatsmeister, 6 Läufe, 6 Siege, ist doch bekannt bei uns. Ja, ein Rallye-Staatsmeister. Achim Mörtl, habe ich schon mal gehört. Das ist ja der super Rallye-Fahrer, der Rallye, genau, das ist ein Rallye-Staatsmeister, glaube ich. Ja, den Rallye-Staatsmeister. Welche Gefühle, Herr Mörtl, haben Sie als Vater gehabt, als heuer festgestanden ist, dass Ihr Sohn, der Achim Mörtl, Staatsmeister geworden ist? Ja, ich möchte das so sagen, es hat sich eigentlich die ganze Mühe und Plag und das Ganze, was wir da investiert haben und die Rückschläge, was da waren, dass sich das endlich jetzt einmal positiv entwickelt hat und dass die
ganze Mühe sich wirklich gelohnt hat. Meine Gefühle sind dabei, dass nichts passiert. Das ist das Erste, dass alles gut geht. Er muss nicht immer gewinnen, aber dass er gesund wieder heimkommt. Er hat sich einen Toyota Celica gekauft und der war eines Tages nicht mehr da. Nach 14 Tagen habe ich mir gedacht, irgendwo stimmt da nicht. Der hat vielleicht einen Unfall gehabt, einen heimlichen, und das Auto wird jetzt gerichtet. Ich habe mich da erkundigt, wo das Auto steht, und er wird nur gereinigt und ein bisschen frisiert. Dann bin ich in die Werkstatt gefahren einmal und habe halt das Auto dann gesehen. Es war kein Auto, es war nur die Karosse, es war sonst alles ausgebaut. Und dann hat es bei mir geklickt. Da habe ich gedacht, aha, jetzt ist es soweit. Das war der Beginn eigentlich der Karriere Ihres Sohnes. Wie würden Sie Ihren Sohn charakterisieren? Er ist ein ausgesprochen extremer Mensch. Er ist von einem Extrem ins andere, und das schon seit 29 Jahren. Ich kann nicht sagen, er ist ein absoluter wilder Hund. Hat er das von Fritz Mörtl? Nein, ich glaube nicht so, aber ehrgeizig ist er schon, und ich glaube, ohne ein gewissen Ziel und diese Vorgaben, das zu erreichen, kann man das nicht schaffen. Das ist aber im normalen Leben auch, ohne gewisse Ziele, die man sich steckt, und er erfüllt sie halt durch. Man bewegt ein Auto mit über 300 PS zwei Tage am Limit, und das ist egal, ob es dann regnet oder schön ist. Und ich sage, dieses Limit, das ist jetzt ein geistiges und körperliches Limit. Was bedeutet, man wird eigentlich in jeder Sekunde, in jeder Zehntelsekunde gefordert. Und wenn ich da jetzt, ich sage, nicht die körperliche Fitness nicht mitbringe, dann leidet auch die Psyche darunter. Was bedeuten würde, wenn man sich jetzt wirklich auf diesen schmalen Grenzbereich bewegt, zwischen Sieg und Niederlage, dann ist es entscheidend, dass man eben auch fitter ist als der andere. Angst ist sicher ein Schutzfaktor, der uns gegeben worden ist. Ich sage, nur mit der Angst, die muss man jetzt an Kanalisieren anfangen. Und ich sage, das ist die Erfahrung, die man auch beim Klettern macht, vergleichbar mit dem Rallyfahren. Ich sage, wenn ich heute in einer Wand bin, ist es vergleichbar mit dem Cockpit. Wenn ich Angst habe, dann muss ich damit umgehen. Und wenn ich es eben richtig kanalisieren kann, damit umgehen kann, dann ist es ein Schutzfaktor, wo mir die Angst am Leben erhaltet. Nur eins ist natürlich auch klar, und ich sage, das habe ich mit mir selber ausgemacht. Wenn einmal die Angst zu groß ist, dann ist Zeit zum Aufhören. Glück ist, so glaube ich, die Basis auch für Zufriedenheit. Und man muss halt unterscheiden, Glück im Rennen, Glück im Leben. Nur ich glaube, wichtig ist, dass man einmal gesund ist. Und diese Gesundheit, die Zufriedenheit, die man dann hat, ich glaube, das ist dann ein Ausschlaggebend fürs Glück. Glück im Rallyfahren. Und Glück im Rallyfahren heißt halt, dass die 3 mm auf meiner Seite sein und nicht auf der Seite des Baumes.